wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu und bei mir zu Gast heute der Luigi, der David. Guten Morgen. Guten Morgen, Manuel. It's a me, Manu. Wir haben Luigi's Mansion 2 gespielt für den 3DS. Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Bevor wir ins Spiel einsteigen, sag doch, da du zum ersten Mal dabei bist, kurz, wer du bist, was du machst und wo du bist vor allem. Ja, ich bin David Kepler, wie du es ja schon gerade gesagt hast, und mache zurzeit ein Volontariat bei Gameswelt. Und das seit ungefähr Mitte November. Und ja, ich bin also noch recht frisch, was das alles angeht. Du meinst jetzt Podcasten generell oder die Branche oder? Podcasten generell, das ist mein erster Podcast. Und ja, was die Branche angeht, bin ich halt auch erst seit April dabei. Da hatte ich nämlich ein Praktikum angefangen. Mein Sohn, bist du dir sicher, dass du in dieser Branche arbeiten willst? Noch hast du alle, du kannst noch was Richtiges lernen. Ich fühle mich derzeit noch ganz wohl, aber wahrscheinlich werden sich bald Abnutzungserscheinungen breit machen. Na gut, dann bin ich froh, dass du noch hier im Podcast bist, solange du noch frisch und unverbraucht bist. Und wir reden über, wir haben es gerade gesagt, Luigi's Mansion 2. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir es schon spielen konnten. Rausgekommen ist es jetzt sozusagen, wenn dieser Podcast erscheint, gestern, also am 22. oder am grünen Donnerstag, am 21. März. Genau, ist der offizielle Release. Was man vielleicht jetzt nicht gedacht hätte, ist ja von Next Level Games, also nicht direkt von Nintendo. Und es ist ja ein unabhängiger kanadischer Entwickler. Kennt man von Punch-Out für die Wii, also das Remake sozusagen von Punch-Out. Für die Wii haben sie gemacht in letzter Zeit und davor, ein paar Jahre vorher, das Mario Football, ich weiß nicht genau, wie es heißt, Supercharge oder Strikers Mario Smash Football war das erste und dann Mario Strikers Charge Football für Wii. Mhm. Und ja, ich war recht überrascht, als ich das dann gelesen habe, weil ich halt gedacht habe, das wird jetzt bei Nintendo selbst entwickelt, weil der Erstlinger direkt von Nintendo kam. Und da hatte ich dann anfangs so leise Zweifel, weil ich dachte, oh, okay, die haben jetzt zwar Sportspiele gemacht mit Mario, die haben auch echt Bock gemacht, aber ob das jetzt mit Luigi's Mansion dann 2 hinhaut, weil das hat ja schon doch so eine kleine Fangemeinde gehabt. Aber im Endeffekt muss ich echt sagen, es ist ein verdammt gutes Spiel geworden. Also ich hatte echt eine Menge Spaß. Ja, ich hatte auch so ein bisschen Sorge, als ich das gelesen habe, weil es sind auch so ein paar, ja, ich möchte jetzt nicht sagen wir mal ein paar neutrale Spiele dabei, wie Transformers oder irgendwie Tom Clancy-Umsetzungen für die Wii, Captain America. Nicht so berühmt dafür geworden, glaube ich, das Studio. Ja. Aber steht natürlich jetzt hier auch ein bisschen im Hintergrund. Also man merkt schon, dass es durch und durch ein Nintendo-Spiel ist, was natürlich jetzt von einem externen Entwickler in Auftrag gegeben wurde bei einem externen Entwickler. Aber es lebt dieses Nintendo-Flair in jeder Pore, in jeder Sekunde, die man spielt. Ja. Lass uns mal kurz ausholen. Luigi's Mansion, wem es gar nichts sagt, ist quasi die Spin-off-Serie von Luigi, also natürlich von Marios Bruder. Damals auf dem GameCube so ein bisschen zum Underdog-Klassiker avanciert. Luigi wurde in diesem Spiel als Hauptcharakter endlich mal dargestellt und hat gar nichts mit Jump'n'Run, mit Plattforming zu tun, im Gegensatz zu den Super Mario Bros. Spielen, sondern ist eigentlich ein Ghostbusters im Nintendo-Universum. Ja, so, das ist so eine Art Adventure auch, kann man auch fast schon sagen. Mhm. Also, weil jetzt vor allem im zweiten Teil doch schon sehr viele Rätsel dabei sind. Und man halt die Umgebung sehr, sehr genau untersuchen muss, um dann so im Spiel voranzuschreiten. Und ich persönlich habe jetzt den Erstling nicht gespielt, deswegen kann ich jetzt auch schlecht sagen, inwiefern das beim Ersten jetzt war, wie hoch der Rätselanteil. Aber ich kann mich daran erinnern, dass sich viele darüber beschwert haben, dass es zu kurz war. Mhm. Also man konnte es wohl in 3 Stunden oder 4 sogar durchspielen. Du meinst den GameCube-Teil jetzt? Genau, den GameCube-Teil. Mhm. Und vom Spielprinzip ist es gleich geblieben. Also das können wir ja vielleicht nochmal kurz dazu sagen. Es hat Luigi's Mansion, wird vom Titel jetzt nicht alleine klar. Luigi wird auf die Mission geschickt, Geister einzufangen mit so einer Art Staubsaugerapparatur. Also wie gesagt, erinnert sehr stark an Ghostbusters. Und diese Geister werden dann eben eingesaugt. Und um diese Geister zu fangen, um irgendwelche Verstecke in dieser Mansion zu entdecken, gibt's natürlich kleinere Rätsel, Schalter, Logik, Kombinationssachen. Mhm. So ganz, wie man sich's eben jetzt auch vorstellt. Und der zweite Teil steht eben in nichts nach, aber ist ein bisschen umfangreicher und länger und eben exklusiv für den 3DS erschienen. Genau. Und anstatt einer Villa hat man dann 5 unterschiedliche Gemäuer, die man nach und nach dann freischaltet.
Und das ist auf jeden Fall schon erheblich mehr als zum ersten. Und das ist also schon mal ein Kritikpunkt, den sie da auf jeden Fall gut beseitigt haben. Ja, und auch die ganze Stimmung ist irgendwie super. Also das ist, nimmt sich selbst natürlich überhaupt nicht ernst. Fängt schon damit an, dass es natürlich Luigi mit jedem zweiten Satz von diesem Professor so ein bisschen gestichelt wird. Ja, ja. Also die Übersetzung finde ich schon super, weil der heißt ja Immanuel Gitt, der Professor, und abgekürzt dann Professor Igitt. Ja. Und der Staubsauger auch mit dem phänomenalen Namen Schreckweg 0915. Also ich spiele es auf Englisch, da sind die Wortspiele ganz ähnlich, aber der Humor bleibt natürlich der gleiche. Ja. Und auch diese ganze Geisterthematik, also es ist jetzt kein Silent Hill im Super Mario-Kostüm, sondern es hat so diese tollpatschige Art von Luigi wird da richtig ausgelebt. Also es gibt eigentlich keine Szene, in der er nicht irgendwie von zu weit oben irgendwo runterfällt oder das sind irgendwelche Drehtüren hinter irgendwelchen Buchregalen zum Beispiel und natürlich purzelt und stolpert er dann in dieses Geheimversteck rein und seine Mütze verrutscht. Sehr, sehr liebevoll gemacht. Er erschreckt sich ständig und ruft dann mal so mit zitternder Stimme durch die Villa: Hello! und er hat natürlich auch immer Angst, seine Knie schlottern, genau. Ja. Und da, also das ist schon ein ganz großer Pluspunkt, einfach diese Detailfülle. Was das alles angeht, hat die ganzen Villen, man kann, überall sind halt Geheimnisse versteckt, man kann irgendwie Teppiche mit dem Staubsauger hervorrollen sozusagen oder an Gardinen, die aufsaugen, Tischdecken aufsaugen und man kann halt überall irgendwie interagieren und findet halt irgendwas. Man kann halt Geld finden, mit dem man sich dann im Laufe neue Extras freischaltet, irgendwie. Genau, Staubsauger-Erweiterungen oder genau. Ähnlich wie bei den Ghostbusters gibt es dann diese Trap. Also man saugt diese Geister so an oder entsaugt ihnen quasi Energie und ab einem gewissen Level sind sie dann komplett eingesaugt und man kann durch Drücken der A-Taste dann eben zum Beispiel nochmal so einen Boost einschalten, um eine größere Anzahl abzusaugen an Punkten. Und die ganze Physik in diesem Spiel, also ich weiß nicht, ob eine Physik-Engine wäre jetzt vielleicht zu übertrieben zu sagen, aber es hat schon so diesen Charakter irgendwie. Also egal, was du mit dem Staubsauger versuchst anzusaugen, irgendwelche Besteck auf der Tischdecke fängt an zu wackeln, die Vorhänge lassen sich ansaugen, manche lassen sich dann auch komplett wegsaugen, dann versteckt sich dahinter irgendwie ein Diamant. Alles bewegt sich, auch Kerzen. Wenn irgendwo Kerzen dekoriert sind an Gemäuern oder an, wie gesagt, auf Tischen oder sowas, dann kannst du sie mit dem Staubsauger natürlich auch einfach ausmachen und dann steigt so langsam der Rauch hoch. Blätter, die rumfliegen oder Pflanzen, die du versuchst anzusaugen, lassen sich dann zwar nicht immer gleich entkernen und entblättern, aber alles bewegt sich so, wie du den Staubsauger eben auch drehst und bewegst mit dem Analogstick. Sieht wirklich wunderbar aus. Ja, und was dann auch besonders gut gelungen ist, dass man einfach so viel unterschiedliche Ideen darum gestrickt hat, um den Staubsauger, also was man dann auch wirklich alles macht, dass man hängt sich zum Beispiel an so einen Seilzug und wird dann eben, indem man sich festgesaugt hat, dann über so eine Schlucht transportiert zum Beispiel. Ja. Und das, genau, oder man sammelt irgendwelche Stachelbeeren mit dem Staubsauger auf und wirft die dann auf fleischfressende Pflanzen, damit man durch Wege durchkommt. Man saugt Spinnenweben weg, um Sachen freizulegen. Man kann mit dem Staubsauger auch mit der anderen Schultertaste die Saugkraft quasi zu einer Pustekraft umdrehen, um irgendwelche Windräder zu aktivieren. Und wie du es gesagt hast, ist sehr vielfältig. Es gibt ja noch dieses Blitzdings. Du meinst die Düsterlampe oder jetzt den... Ja, auch. Okay. Mit dem Blitzdings, das erinnert dann nicht mehr an Ghostbuster, sondern an die Man in Black. Ja. Damit macht man dann die Geister sichtbar und aktiviert, glaube ich, auch bestimmte Mechanismen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Genau. Also da gibt es dann so kleine Tresore oder so. Und dann, wenn man dann eben das anblitzt, dann öffnen sie sich. Und man muss dann natürlich, wenn man dann in so einem Raum ist und man sieht die Geister halt erstmal nicht, man muss sie dann eben erst sichtbar machen. Mhm. Und man kann sie auch nicht direkt einsaugen. Also die Geister, wenn sie aktiv sind, kannst du mit dem Sauger nicht viel bewerkstelligen. Du musst sie quasi erst blenden mit dem Blitz, damit sie kurz erstarren und dann kannst du anfangen, sie auszusaugen. Und andere Geister rum wieder zum Beispiel, die siehst du gar nicht, die musst du dann mit einem Schwarzlicht erst irgendwie freilegen oder bestimmte Türen, die in Wänden versteckt sind, erst mit Schwarzlicht lang genug anstrahlen, dass sie sich materialisieren. Also die Rätseleinlagen sind wirklich sehr
sehr vielfältig und in Kombination der ganzen Elemente, die man dann daraus hat, entsteht ein sehr abwechslungsreiches Spiel auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, ich fand es echt, gut, ich hatte in der ersten Zeit nicht gespielt, aber ich war echt positiv überrascht. Und was mir auch sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist der erste Bosskampf des Spiels. Der war phänomenal, fand ich. Also ich habe in letzter Zeit nicht keinen so gut designten Kampf mehr gehabt. Also weil da so viele Elemente reingespielt haben. Und das muss man eigentlich selbst spielen. Ich will da jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Ja, aber man kann sich jetzt denken, also eigentlich alle Elemente, die wir jetzt angesprochen haben, muss man dann in entsprechender Kombination in bestimmten Abfolgen einsetzen, um überhaupt eine Chance zu haben. Ja. Das ist wirklich sehr gut gemacht. Also die anderen Gegnertypen sind auch sehr abwechslungsreich und die Häuser unterscheiden sich auch extrem, finde ich. Also auf dem einen ist dann eher so eine Friedhofsstimmung. Das erste ist dann eher so diese Menschen, wie man es auch aus dem ersten Teil kennt. Bei den anderen sind dann eher wieder so Technikrätsel und alte Maschinen vorhanden. Super cool gemacht und immer total liebevoll. Auch mit dieser gewissen Portion Humor, die nicht so schräg oder nicht so peinlich ist, sondern richtig, richtig charmant einfach. Die passt einfach so zu Luigi, gell? Ja, dann gibt's diese Efeuturme, wo irgendwie alles mit Pflanzen bewachsen ist. Da hatte ich dann auch so immer so ein leichtes, musste ich mal so ein bisschen an Legend of Zelda denken, weil einfach es fühlt sich halt so an, als wärst du in einem Dungeon und musst irgendwie Rätsel um Rätsel lösen. Und ja, das hat mir auch gut gefallen. Und was man auch sagen muss, dass das Spiel, das hat so eine feste Missionsstruktur, also dass man so verschiedene Akte nach und nach bewältigt. Das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Genau, also man ist bei diesem Professor Igat auf Englisch, der einen dann immer losschickt mit so einem Pixel Transformer, keine Ahnung, so ein Beamgerät halt einfach. Genau. Und der schickt einen dann immer auf die Mission. Dadurch ist eine sehr klare Struktur auch gegeben und in diesen Levelabschnitten kann man sich dann zwar frei bewegen, also innerhalb dieses Gebäudeabschnitts, und dann sind halt manche Türen einfach verschlossen oder irgendwelche Gartentore sind zu und beim nächsten Mal, wenn er dich rüberschickt, hast du halt einen Schlüssel dabei, um dieses Gartentor freizumachen. Also dadurch hat man trotzdem so einen Zusammenhang innerhalb dieser ganzen Segmente. Ja. Aber es steht alles trotzdem für sich so. Genau, es ist halt, man merkt, dass das Spiel eben darauf angepasst wurde, dass es auf einem Handheld läuft. Dass man einfach, man braucht, glaube ich, so im Schnitt, wenn man jetzt alles akribisch untersucht, würde ich sagen, pro Mission 20 Minuten. Ja. Hab ich so ungefähr gebraucht. Wenn man sich viel Zeit lässt, ja, genau. Also ich glaube, wenn man Zielvorgabe wären jetzt irgendwie vielleicht so 7, 8, 9 Minuten, je nachdem, bei Bossen dann ein bisschen mehr. Genau. Aber man kann da schon sehr viel Zeit, weil es auch wirklich viel versteckt. Also hinter jedem zweiten Vorhang sind irgendwelche Geldstücke versteckt. Es gibt Diamanten und Smaragde und solche Sachen, die man irgendwo noch freischalten kann. Es gibt versteckte Boos, also diese bekannten Geister aus den, die man immer nur sieht, wenn man sich umdreht bei den alten Spielen, bei den Jump'n'Runs. Die sind hier immer noch versteckt, die kann man zusätzlich jagen. Man kann ja auch wieder jederzeit zurück in diese abgeschlossenen Level, um zum Beispiel diese Bu-Geister wieder zu finden. Ne? Genau. Man kriegt nämlich am Ende nochmal so eine Missionsbewertung. Von wegen, so lange hat man gebraucht, so viele Geister hat man eingefangen, so viel Geld gesammelt. Und abhängig davon kriegt man dann eine entsprechende Missionsbewertung. Und man kann dann bis zu 3 Sterne pro Mission kriegen. Und ich habe das auch anfangs noch versucht. Mit der Zeit habe ich es dann ein bisschen aufgegeben. Aber wenn man dann schon akribisch alles untersucht dann weiß, wo man direkt hin muss, dann ist es jetzt nicht so schwer, 3 Sterne zu kriegen. Ja. Und unter Umständen kriegt man dann wahrscheinlich noch irgendwas, wenn man alle Level auf 3 Sterne mit 3 Sternen gesammelt hat. Garantiert, ja. Aber soweit das habe ich dann jetzt in der Zeit nicht mehr geschafft. Nee. Wie findest du es denn? Also ich finde es grafisch eigentlich sehr, sehr beeindruckend von diesem ganzen Licht. Dann irgendwie gibt's Regeneffekte. Es ist wundervoll animiert und allein die Taschenlampe von Luigi finde ich immer schon super, wie er sich da durch die Häuser schleicht und dann diesen Lichtkegel wirft, auch wenn man sich dann ab und zu selber anleuchtet mit der Kamera. Genau. Ist das wunderschön das geworden. Auch, durch den 3D-Effekt wurde es dann auch noch meiner Meinung nach verstärkt. Also wenn man sich dann eben Luigi sich zu sich selbst oder zum Spieler dreht sozusagen, hat man wirklich so teilweise das Gefühl, man wird jetzt so ein bisschen geblendet. Ja, genau. Ja.
Ansonsten ist der 3D-Effekt aber irgendwie relativ schwach, finde ich. Gell? Also ich habe jetzt eben gerade Castlevania gespielt, da war der 3D-Effekt richtig stark, fand ich, gefühlt. Und hier hat man schon so einen 3D-Effekt, aber es ist jetzt nicht so, dass man denkt, man kann richtig reinlangen ins Display. Es ist ein guter 3D-Effekt, aber man vergisst ihn auch schnell. Also das Spiel gewinnt jetzt nicht wahnsinnig dadurch, außer bei diesem Lichtkegel, habe ich so das Gefühl. Ja, das ist, ich finde, bei 3D-Effekt scheiden sich immer die Meinungen, was das angeht. Und ich spiele auf jeden Fall immer lieber im 3D-Effekt, ja, mit 3D-Effekt. Wenn man dann wieder umschaltet, merkt man, dass da irgendwie, da fehlt einem was, wenn man dann nicht 3D spielt. Mhm. So geht's mir zumindest. Andere haben da ganz dolle Probleme und können das irgendwie gar nicht ab. Ja. Aber ja, da kann ich dir schon zustimmen. Also für mich den besten 3D-Effekt hat immer noch Kid Icarus bisher. Mhm. Und aber wie gesagt, 3D-Effekt meiner Meinung nach muss eigentlich immer angeschaltet sein. Und der passt hier auch gut zum Spiel. Ja. Ja. Musikuntermalung ist super schön. Sehr stimmungsvoll durch diese Geister. Es ist nur ein bisschen wenig Auswahl. Genau, also man hat diesen Ohrwurm, hat man eigentlich permanent. Ja, es ist ganz. Ja, da stimme ich dir zu. Ich hätte mir auch dann im Laufe der Zeit noch ein bisschen mehr Varianz gewünscht, was das angeht. An sich, die Stücke an sich sind toll, aber mir fehlt es halt dann doch ein bisschen an Abwechslung. Was ganz nett ist, weil das auch, das merken die, glaube ich, auch selber, weil der Luigi dann ab und zu auch selber diesen Ohrwurm hat. Ja, wenn man den 3DS ein bisschen offen lässt, dann fängt Luigi an, dieses auch selber mitzusingen. Ja. Total süß. Voll süß. Super süßes Spiel. Die Action kommt ja auch nicht zu kurz. Also es klingt jetzt die ganze Zeit, als wäre es nur ein Rätselspiel. Wenn es dann aber wirklich an die Geisterjagd geht, es ist jetzt nicht sonderlich schwer, diese Geister einzusaugen. Also im Endeffekt hält man die rechte Schultertaste gedrückt, um zu saugen. Und damit du den Geistern was aussaugst, musst du den Analogstick in die entgegengesetzte Richtung drücken, in die der Geist zieht. Ja, ist jetzt, also, wenn du einzelne Geister hast, nicht sonderlich schwer, wird im Laufe des Spiels aber ein bisschen komplexer, weil die Geister Schutzschilder haben, ziehen sich irgendwelche Eimer über den Kopf, damit sie nicht geblendet werden können, haben Sonnenbrillen. Dadurch kommt so ein bisschen eine Challenge, aber das eigentliche Kämpfen ist jetzt nicht so dramatisch schwer. Gell? Genau, das entsteht dann eigentlich nur durch die Masse der Geister, die dann auf dem Bildschirm rumwuseln. Speziell, es gibt dann die Geister, die mich besonders genervt haben, waren diese dicken, fetten Geister. Die haben dann immer so mit Essensresten spucken die um sich. Und man muss, während man die dann einsaugen möchte, versuchen dann noch diesen Essensresten auszuweichen, die sie da rumspucken. Und die waren dann schon ein bisschen problematischer. Die haben auch relativ viel Lebenspunkte gehabt. Hm. Und da fällt einem auch zum ersten Mal auf, dass man eigentlich springen kann. Stimmt, genau. Genau, diese Ausweichfunktion. Ist mir dann nämlich passiert, man kann mit Luigi überhaupt nicht springen eigentlich die ganze Zeit. Er läuft ganz normal. Man kann rennen und laufen. Und während man saugt, hat man auf einmal die Rennentaste wird zur Springtaste, ohne dass einem das erklärt wird. Ja. Das hat mich ein bisschen irritiert, weil ich da immer kaputt gegangen bin am Anfang. Weil ich hatte, glaube ich, nicht ausweichen soll. Ja, irgendwo man konnte sich irgendwo die Steuerung angucken und dann habe ich das auch irgendwo gefunden und dachte mir, muss ich mal ausprobieren. Und das wird gerade dann in dem Mehrspielermodus wichtig, den wir noch gar nicht erwähnt haben, weil das Spiel hat ja überraschenderweise einen Mehrspieler, was man irgendwie ein bisschen unerwartet kam, als es angekündigt wurde. Hatte ich auch überhaupt nicht mit gerechnet, ne. Ja, also für mich echt überraschend. Und da habe ich auch schon ein paar Runden gespielt. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe gelesen, man hat quasi verschiedene Luigis in verschiedenen Farbpaletten. Also man kann bis maximal zu viert spielen. Jeder hat eine andere Farbe. Vom grünen, orangen bis zum pinken Luigi gibt's alles. Und man absolviert dann so einen Turm. Also man muss mehrere Etagen eines Turms bewältigen. Und dann wählt man am Anfang aus, 15 oder 25 Etagen. Und dann kann man noch drei verschiedene Mehrspielerarten aussuchen. Da wäre zum einen einfach nur knallhart alle Geister fangen pro Ebene, was dann natürlich sukzessive schwerer wird. Und dann gibt es noch auf Zeit das Ganze. Das heißt, man muss unterwegs, während man Geister fängt, noch so kleine Uhren einsammeln, damit man noch extra Zeit verdient. Und man ist in den Level, die man aus dem Singleplayer kennt, aus den Abschnitten, oder? Nee, das sind so gesonderte Level. Und auf der jeweils fünften Ebene, glaube ich, also ich habe nur bisher die Variante gespielt mit 5 Ebenen, kommt dann ein größerer Geist. Und ja, das ist auf jeden Fall, wenn man dann jetzt nicht auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad spielt, weil man kann mehrere wählen,
zwischen normal, schwer und extrem, glaube ich. Das erfordert schon echt gute Koordination mit seinen Mitspielern. Weil ansonsten, es wird halt sehr schnell hektisch. Man muss echt versuchen, die Übersicht zu wahren. Und wenn die anderen nicht wissen, wie man das jetzt alles macht, dann scheitert man zwangsläufig eigentlich. Okay. Also es geht nicht gegeneinander, sondern es ist fast schon im Koop-Modus. Also es ist generell nur kooperierend. Also man kann gar nicht gegeneinander spielen. Ja gut, hätte ja sein können, wer am meisten Geld nebenher noch sammelt oder die meisten Geister hat oder so. Das wird einem dann so angezeigt, wegen hier, das ist der Anrempler, der irgendwie alle umgerempelt hat. und das ist der, ich weiß nicht, die haben da so spezielle Bezeichnungen, so Titel, die man dann kriegt. Das ist der, der am meisten Geld gesammelt hat oder am meisten Geister beseitigt. Das ist dann noch ganz witzig. Und nachdem man dann immer eine Aufgabe gemeistert hat, kommt dann noch kurz so eine rote Münzenjagd. Wenn man dann schafft, alle roten Münzen zu sammeln, kriegt dann einer noch so ein Extra. Zum Beispiel doppelte Saugkraft oder dass er, glaube ich, die Geister schon ohne Anblitzen sieht. Mhm. Also ja, durchaus ein rundes Paket noch bei dem Multiplayer, oder? Es ist auf jeden Fall eine nette Ergänzung. Und ich glaube, wenn man so diese 25 Ebenen machen möchte, weil wir haben für 5 Ebenen schon ungefähr eine Viertelstunde gebraucht, 15 bis 20 Minuten. Also, und dann auf der 24. Ebene zu scheitern, das stelle ich mir schon. ist ja fast schon wieder Horde-Modus. ja, da würde ich mich ein bisschen ärgern. Super. Ja, also ich bin restlos begeistert, hört man vielleicht jetzt auch ein bisschen. Ich meine, ich bin eh großer Luigi-Fan. Für mich war das immer der eigentliche Star von Nintendo. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, als die gesagt haben auf dieser Nintendo Direct neulich, das wird das Jahr von Luigi. Ja. Und endlich hat er es verdient und sogar der, war das Miyamoto, glaube ich, mit der Luigi-Mütze am Anfang dastand, gell? Das war der Iwata, aber Iwata, die haben noch so ein lustiges Video dann gedreht. Das konnte man dann auch noch irgendwo sehen. Da haben sie auch noch, sind sie auf das Spiel eingegangen, da ist dann Shigeru Miyamoto auch mit so einer Luigi-Mütze und so einem Schreck weg rumgelaufen und hat den Satoru Iwata angesaugt. Sehr cool. Also lustig. Ich finde es ein großartiges Spiel. Ich kann es eigentlich wirklich nur empfehlen. Ich glaube, das hat man jetzt bei dir auch rausgehört. Ich kann es auch bedenkenlos empfehlen. Also, es ist ein tolles Spiel. Mhm. Der 3DS wird so langsam, so wie ich es mir auch erwartet hatte, dass da das, was ich am DS eigentlich auch immer geliebt habe, dass es einfach sehr viele, sehr exklusive Spiele für diese Konsole gibt, die einfach nur auf diesem Gerät funktionieren. Ja. Und Luigi würde jetzt auch auf einer Wii U oder auf einer Wii funktionieren, denke ich. Ganz klar. Ist jetzt nicht speziell, was man nur auf dem 3DS machen könnte. Aber nichtsdestotrotz ein lohnenswertes Spiel. Ja. Nintendo versteht es da ganz gut, das auf die jeweilige Plattform anzupassen. Mhm. Das wäre auch die einzige Kritikpunkt, die ich hätte, dass der 3D-Effekt natürlich immer kaputt geht, wenn man dann dazu aufgefordert wird. Manchmal muss man so die Kamera, also man schaut irgendwo durch ein Fenster und kann dann bestimmte Sachen innerhalb des Raumes, der dahinter liegt, erkennen, indem man das Gerät bewegt sozusagen und wie eine Kamera benutzt. Das finde ich immer so Schwachsinn, wenn man einen 3D-Effekt hat, weil der geht natürlich dadurch immer flöten. Man kann zwar alternativ auch immer den Analogstick benutzen, das finde ich dann immer ganz gut, wenn das auch geht. Aber das ist so die einzige Stelle, wo der 3D-Effekt bricht, wo natürlich Gyroskop und 3DS sich einfach gegenseitig stören. Genau. Aber es ist nicht spielerisch entscheidend, von daher finde ich es nicht dramatisch. Ja. Also ansonsten, wenn man kaputt geht, nervt es, dass es keine Checkpoints gibt. Also innerhalb eines Abschnitts, die jetzt ja nicht so lang sind, also die dauern ja, wenn man es weiß, was man zu tun hat, vielleicht maximal 10 Minuten, landet man wieder ganz am Anfang. Also, ist dir das passiert? Mir ist es einmal passiert bei so, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, bei 3 dicken Schwestern. Okay. Da bin ich irgendwie gestorben, weil ich es nicht gleich kapiert hatte und nicht mehr genug Lebensenergie hatte. Beim zweiten Durchlauf habe ich aber direkt vor diesem Bossfight ein Knochen gefunden. Ja. Und von daher, der ist dann wie ein Continue, also da wird man dann wiederbelebt. Genau, das hatte ich nämlich genau auch und ich bin nur an dieser Stelle gestorben und glücklicherweise, ich wusste halt vorher gar nicht, wofür man diese goldenen Knochen eigentlich braucht. Genau, ich auch nicht. Und dann zack, wusste man es wieder. Ja. Da kommt dann so ein Geisterhund und schlägt einen wieder auf und man darf wieder weitermachen. Das ist ganz nett. Also es lohnt sich durchaus, diese Extras zu suchen, damit man eben da weitermachen kann. Genau. Gut, du hast auch den Test geschrieben bei Gameswelt, nehme ich mal an? Genau, der müsste dann auch, wenn jetzt der Podcast ausgestrahlt wird, müsste dann auf jeden Fall online sein. Genau, dann verlinken wir den natürlich auch, dann kann man sich noch nachlesen, was du dazu geschrieben hast. Ja, schön. Dann Grüße an die Redaktion, an Felix und Jens und so weiter und Kuro. Und bis zum nächsten Mal.
ja, ciao. Oder hast du noch was, was du unbedingt sagen musst zum Spiel? Zum Spiel nicht, aber ich spreche noch meinen Dank aus, dass ich hier sein durfte. Ja, gerne. Es war mir eine Ehre, Manuel. Gerne, David. Noch einen Kaffee? Dankeschön. Nee, danke. Ich bin nicht so der Kaffeetrinker. Tschüss. Ciao.